unsere Zimmer, die nebeneinander liegen, müssen nun immer offen stehen. Ich muss sie atmen hören. Ich wache oft des Nachts auf. Ich stehe nachts oft im Finstern vor ihr. Wenn sie erwacht, erschrickt sie wie vor einem abgeschiedenen Geist. Jeden Tag muss ich mich jetzt aus meinem Arbeitshaus zum Essen holen. Im Übermaß meiner Angst, ich könne sie verlieren, habe ich sie vielleicht schon verloren. Ich liege oft auf dem Erdboden meiner Hütte und weine, so bin ich der Erde näher. Ursprünglich hatte ich geplant, diesen Sommer eine Ruhepause einzulegen, doch ich gehorche meinem Spiritus Creator und meiner seelischen Not, die sich nur in der Musik etwas befreien kann. Nun sitze ich also wieder am Schreibtisch und skizziere weiter an meinem neuen Werk, der 10. Symphonie. Ich fürchte, dass meine psychische Verfassung ohne äußere Hilfe sich nicht bessern wird. Und nachdem Sigmund Freud mich ultimativ gedrängt hatte, nun oder überhaupt nicht zu kommen, habe ich mich doch auf die Reise gemacht. Ich habe Angst. Angst vor der Wahrheit. Dass ich mir nun selbst gegenübertrete. Oh Gott, warum hast du mich verlassen? Der Teufel tanzt mit mir, höllische Unruhe fasst und Schmerz. Ich weiß nicht mehr weiter, Wahnsinn fasst mich an. Ich verfluchte, vernichte mich, dass ich vergesse, dass ich bin, dass ich aufhöre zu sein.